Wasserkühlung Praxis Teil 3 Einbau, Befüllen und Entlüften. Nach der Fertigstellung des Ausgleichsbehälters ist es nun an der Zeit, die Fittings einzusetzen. Verwendet man Fittings mit Dichtgummi, berät man die einfach in das Gewinde und zieht sie fest. Bei Fittings ohne Dichtgummi wird das Gewinde vor dem Einschrauben mit PTFE-Dichtband, ein Vitesa-Film auf einem Spender aufgewickeltes dünnes Band aus PTFE-Folie umwickelt, wobei 3 bis 4 Lagen angemessen sind. Es ist keine gute Idee, den Sechskantantrieb mit dem Band zu bedecken. Immer so aufwickeln, dass es am offenen Ende des Gewindes übersteht. Dort wird es am Schluss dann mit einem Cuttermesser so entfernt, dass keine Reste in den Kühlkreislauf gelangen können. Danach werden die Fittings festgezogen. Meine Fittings mit Dichtgummi haben Sechskantantriebe mit einer Maulweite von 14 mm, die ohne Dichtring eine Maulweite von 13 mm. Es gilt wie üblich, nach fest kommt ab. Da wir die Fittings in Acryl schrauben, muss auch darauf geachtet werden, dass dieses Material gerne reißt, abplatzt oder dass Sprünge entstehen, die den Ausgleichsbehälter undicht machen. Anschließend bestückt man die Pumpe, den Radiator und den CPU-Block mit Fittings und zieht die alle so weit fest, dass sie sich nicht mehr von selbst lockern können und einwandfrei dicht sind. Zeit zum Einbau der Komponenten in den Rechner. Ist alles eingebaut, werden die Schläuche abgelenkt und auf jeder Seite eine Schelle aufgesteckt. Ich verwende generell Federschlauchklemmen, da sie die Schläuche zuverlässig auf den Fittings halten. Zuletzt wird der Kreislauf mit Wasser befüllt. Der Ausgleichsbehälter sollte mindestens halb voll sein, bevor man die Pumpe zum allerersten Mal einschaltet, um ein Trockenlaufen zu vermeiden. Ist der Probelauf zufriedenstellend beendet worden, geht es an das Entlüften. Hierzu muss der Radiator noch einmal ausgebaut werden, da er mit Sicherheit noch Luftblasen enthält. Es gilt generell, dass Wasser nach unten fließt und Luft nach oben steigt. In einem Radiator, in dem das Kühlmedium in U-Form vom Zufluss über mehrere Kanäle zum anderen Ende fließt, um dann durch weitere Kanäle zum Abfluss zu gelangen, verhält es sich zwar ebenso, die Luft kann aber nicht entweichen, da die Bauform des Behälters das nicht zulässt. Das Wasser plätschert durch den Zufluss und die Kanäle nach unten. Die Luft steigt aus der unteren, die Kanäle verbindenden Kammer nach oben in die Zufflusskammer. Da Gase komprimierbar sind, Flüssigkeiten jedoch nicht, entsteht dort bei anhaltendem Zufluss eine komprimierte Luftblase. Das Kühlwasser sucht sich einen Weg in die Abflusskammer, in deren Decke sich eine weitere Luftblase bilden kann. Zu gut Deutsch, selbst wenn die Pumpe rund um die Uhr läuft, wird sich weiterhin Luft im Radiator befinden, die durch den Wasserdurchfluss nicht entweichen kann. Man muss also mechanisch nachhelfen, um die im Radiator gefangene Luft herauszubekommen. Dazu stellt man bei laufender Pumpe den Radiator mehrmals auf den Kopf, bis keine Luftbläschen mehr entweichen. Um sicher zu gehen, sollte man den Radiator auch in die anderen Richtungen ein paar Mal hin und her bewegen, bevor man die Pumpe ausschaltet und den Radiator endgültig an seinen Bestimmungsort einbaut. Zum Abschluss zeige ich hier noch das zuvor besprochene Verhalten von Wasser, sobald der Druck der Pumpe aufhört. Wie man sehr schön sehen kann, pegelt sich der Wasserstand,
in allen Teilen des Kreislaufs auf die Füllhöhle des Ausgleichsbehälters ein. Bei dem hier verwendeten Radiator, der als U aufgebaut ist, rechts oben Einlauf, nach unten, nach links, nach oben, links oben Auslass, ist das nur dann relevant, wenn Wasser aus der entlüfteten Auslasskammer in den Behälter läuft, da dann wieder Luft im System ist. Bei an der Gehäusedecke angeschraubten, liegenden Radiatoren wäre das allerdings fatal, da deren Pegel über die gesamte Fläche auf der Höhe des Wasserpegels ist und so die Kühlleistung sinkt, da die Kühlrippen nicht mehr vollständig gefüllt sind.